Ja, herzlich willkommen. Ganz schön heiß hier geworden, oder? Ich gebe euch mal gleich zum Start eine richtig schöne Sommeranwendung. Ein Rezept, was ihr selber zu Hause machen könnt, wenn ihr Sport macht oder auch wenn es mal einfach so heiß ist, dass einem der Schweiß so runterläuft. Und zwar nehmt ihr 3 Tropfen Eukalyptus in die Hand und 3 Tropfen Pfefferminze und dann haltet ihr so ein kleines Handtuch unter das Waschbecken und das Wasser, dass es nass ist, aber nicht triefnass. Und dann verreibt ihr Eukalyptus und Pfefferminze so in den Händen und verreibt das auf dem Handtuch. Und dann kommt das Handtuch ja so 10, 15 Minuten in die Tiefkühltruhe. Und dann kommt es richtig schön in den Nacken. Habe erst überlegt, ob ich für alle so ein Handtuch mitbringe, aber da brauche ich mir so eine riesen Tiefkühltruhe. Also wir machen diese Anwendung, dass wir uns alle ein bisschen erfrischen können. Einfach mal so ohne Handtuch, aber probiert das mal aus. Zu Hause dieses Handtuch in die Tiefkühltruhe mit ein bisschen Wasser, mit den Ölen. Das ist total schön erfrischend. After Eight auf den Füßen, absolut. Und ich gebe euch Eukalyptus rum. Nehmt euch einen Tropfen Eukalyptus und anschließend einen Tropfen. Oh, jetzt habe ich mir selber gar keinen genommen. Und anschließend ein Tropfen Pfefferminze. Und dann jeweils ein Tropfen Eukalyptus und ein Tropfen Pfefferminze. Und dann tragt euch das auf allen Stellen auf, wo ihr schwitzt. Und ihr werdet sehen, mit einem Tropfen jeweils kommt ihr ganz schön weit. Bei den meisten kommen wahrscheinlich ein, zwei, vielleicht 3 Tropfen raus. Also überall, wo ihr schwitzt, auch gerne auf den Beinen, auf den Füßen, auf den Oberarmen, im Nacken. Und wenn dann so ein bisschen die Luft reinkommt, so ein bisschen die Sommerbrise, dann werdet ihr merken, das erfrischt euch durch den ganzen Vortrag hindurch. Während wir an die Füße gehen, seid ihr wunderbar erfrischt. Und was ihr auch gut machen könnt, nehmt mal die Nase in eure duftenden Handflächen und geht mal für so einen Moment ganz still auf Kurzurlaub. Einfach mal einige tiefe Atemzüge mit dieser erfrischenden Mischung, die ihr auf den Händen habt. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Und ich glaube, dann, wer von euch ist jetzt ein bisschen erfrischter für die Reflexzone? Perfekt. Mein Name ist Francis Herdes. Ich komme aus Heiligenhafen an der Ostsee. Und genau wie Heike gerade schon erzählt hat, ich gehe auch das ganze Jahr über in der Ostsee baden. Das Kälteste war 1,8 Grad. Und da gewöhnt man sich so richtig dran. Ich mache mir dann hinterher immer ein bisschen Cassia auf die Füße oder manchmal auch ein bisschen Sieves auf die Füße, denn das bringt so richtig warme Füße, gerade im Winter. Also wer von euch kalte Füße hat, Sieves oder Cassia, die Zimtöle, die regen so richtig die Durchblutung an, die wärmen die Füße und dann habt ihr nie wieder kalte Füße. Auch morgens beim Aufstehen bringt es richtig gut Energie. Und zum Schlafen gehen, statt dass ihr mit so zwei Eisklötzen im Bett einschlaft oder auch nicht einschlaft, könnt ihr die Füße richtig schön warm machen und so diese Wohlfühltemperatur anregen. Ursprünglich habe ich 6 Jahre Medizin studiert und vorm Studium war ich ein halbes Jahr in Südamerika, in Bolivien. Da habe ich in so einem kleinen Krankenhaus mitgeholfen. Und das war für mich das erste Mal, dass ich mal so aus Europa rauskam, also so völlig anderes Essen, mitten im Dschungel,
ohne Strom und Wasser gelebt. Und das war an vielen Tagen war das sehr aufregend und abenteuerlich. Aber an manchen Tagen hatte ich so richtig wie so einen Kulturschock, so Heimweh oder auch Magengrummeln. Es gab manche Vormittage oder Nachmittage, die habe ich dann auf dem Klo verbracht, einfach weil das Essen, die Bakterienkultur da so völlig anders ist. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und jedes Mal, wenn es mir so ging, haben die Menschen zu mir gesagt, die so um mich rum waren, gib doch mal deine Füße her. Und ich dachte in dem Moment, was hat denn der Bauch mit den Füßen zu tun? Oder was hat Heimweh mit den Füßen zu tun? Na okay, ich gebe mal meine Füße her. Und dann haben wir es ziemlich schnell zur Gewohnheit gemacht, dass wir einfach Füße in den Schoß, uns einen Film angeguckt, uns unterhalten, einfach draußen gesessen. Und ich habe ziemlich schnell innerhalb von Sekunden gemerkt, wie es mir viel besser ging emotional, wie ich wieder in dieses Wohlgefühl gekommen bin und auch wie sich das Magengrummeln und das auf dem Klo sitzen ziemlich schnell beruhigt hat. Und ich dachte dann, faszinierend, das ist ja wirklich interessant, wie wir über die Füße so viel machen können, emotional, aber auch bestimmte Körperbereiche erreichen. Und ziemlich zur selben Zeit, vor etwas über 10 Jahren, habe ich die Öle kennengelernt. Das sind meine Freunde mit diesen kleinen duftenden Fläschchen, die wir alle kennen, sind sie um die Ecke gekommen und dann habe ich da gleich die passenden Öle zugefunden. Und dann dachte ich, das ist ja eine gute Kombination. Es gibt bestimmte ätherische Öle für bestimmte Körperbereiche, so wie uns Heike gerade auch schon einige für die Reinigung gezeigt hat. Und wie wir von Aditya schon mit dem Starter-Set gehört haben, kannst du einige auf den Füßen auftragen, einige auf der Leber, einige auf dem Bauch, einige auf dem Brustkorb. Und da dachte ich, das ist ja eine gute Kombination. Die Reflexzonen, die so punktgenau die einzelnen Körperbereiche anzielen und die Kräuter und Pflanzen, die dann den jeweiligen Körperbereich unterstützen. Und daraus sind dann die duftenden Punkte an den Füßen entstanden oder auf Deutsch die duftenden Reflexzonen. Was bedeutet das überhaupt, Reflexzonen? Wer von euch hat schon mal seine Reflexzonen massiert? Wow, ihr seid ja gut. So viele. Wow, perfekt. Und dann wisst ihr, dass ihr über bestimmte Punkte bestimmte Körperbereiche erreichen könnt. Und das Prinzip dahinter ist, ihr bringt an diesem Bereich des Körpers oder an dem Punkt, wo ihr gerade massiert, bringt ihr den Körper in den Fluss. Das heißt, die Frage, wie gut bist du eigentlich im Fluss, das kann jeder von euch, jede von euch selber abchecken. Ihr bekommt nämlich mit der Zeit ein richtig gutes Gefühl für den Körper. Durch die Massage an den Reflexzonen, da steigert ihr die Durchblutung nicht nur direkt dort, wo ihr massiert. Das könnt ihr mal zu Hause ausprobieren, wenn ihr die mittlere Zehe mal so richtig kräftig massiert, 3 Minuten, 4 Minuten, dann wird die mittlere Zehe so richtig rot und entsprechend wird dann auch was anderes rot, was dieser Stelle entspricht, nämlich der Mittelfinger. Deshalb zu Hause ausprobieren. Das sind nämlich auch Stellen im Körper, die miteinander verbunden sind. Also einerseits die Reflexzonen an den Händen, Füßen, Ohren, andererseits auch bestimmte Zehen, bestimmte Finger, bestimmte Körperbereiche, die einander spiegeln. Das heißt, ihr steigert die Durchblutung direkt dort, wo ihr massiert und an dem Ort, wo diese Reflexzone verbunden ist, zum Beispiel, wenn ihr den Kopfpunkt mal ordentlich massiert, dann steigert ihr auch die Durchblutung im Kopf. Oder wenn ihr den Magenpunkt ordentlich massiert, das haben die Leute in Bolivien öfter mit mir gemacht, damit ich nicht den halben Tag auf dem Klo verbracht habe, dann entsprechend wird die Magengegend besser durchblutet. Und was bedeutet das? Das heißt, das ist eigentlich für die Zellen oder für das Organ, was in dem Bereich ist, das ist wie wenn man in so einem muffigen Raum die Fenster aufmacht. Kennt ihr? Wir haben ja auch gerade die Fenster gemacht. Wir haben es nicht muffig hier, wir haben es richtig schön duftend. Also wenn ihr da vorne zur Tür reinkommt zwischendrin, das duftet richtig gut. Aber in den meisten Besprechungsräumen oder wo Menschen zusammenkommen, da wird die Luft ziemlich muffig. Von den ganzen Körperausdünstungen, von vielen Chemikalien, die so im Umfeld sind. Und deshalb
Wenn ihr die Fenster aufmacht, dann kommt wieder frische Luft und frische Energie in den Raum. Das kann man im Raum richtig gut beobachten, aber auch im Körpergefühl. Stellt euch vor, wie wenn ihr in jeder einzelnen Zelle die Fenster aufmacht. Da kommt frischer Sauerstoff, frische Energie in diese Zellen, zum Beispiel in die Magengegend, in die Lungengegend. Und die Zellen können quasi wieder so richtig durchatmen. Gleichzeitig, wenn man die Fenster aufmacht, dann geht die muffige Luft raus. Macht Sinn, oder? Die muffige Luft, in dem Fall in den Zellen, die Abfälle, die sich normalerweise in den Zellen ansammeln, die Zellen können sich gut entgiften und ihren Abfall mal so richtig abladen, dadurch, dass das Blut dann viel besser da vorbeifließt. Und deshalb die Frage, bist du gut im Fluss? Das kannst du rausfinden über die Reflexzonen, denn wenn du die Reflexzonen massierst, dann manche Stellen, die tun weh oder manche Stellen sind empfindlich, manche fühlen sich so ein bisschen wie Sand an, so ein bisschen knirschig. Wer von euch kennt das von den Reflexzonen? Also das knirscht so ein bisschen oder tut weh und wenn wir dann 5 bis 7 Minuten massieren pro Punkt, dann verändert sich dieses Gefühl auch. Also dann schmerzt es nicht mehr so oder fühlt sich nicht mehr so unangenehm an. Oder das ist wie, wenn wir so Sand quasi wegmassieren. Und dann fühlt sich das im Körper auch gleich gut an. Also auf die Art und Weise könnt ihr euren Körper lesen. Die Reflexzonen sind nämlich wie so eine Landkarte des Körpers. Also wenn ihr mal eure Hände, eure Füße von euch streckt, im Sitzen geht das ein bisschen besser als im Stehen. Und dann guckt jemand von vorne drauf, ich gucke jetzt auf alle eure Reflexzonen, da habt ihr nämlich wie so eine Landkarte des Körpers. Und diese Landkarte, da zeige ich euch heute die wichtigsten Punkte, malt sie euch am besten auf, schreibt euch die Öle dazu, denn dann habt ihr direkt für zu Hause, für ab sofort das Rezept, die Punkte, die Öle, mit denen ihr das Ganze massieren könnt. Also super einfach in der Anwendung, man kann nichts falsch machen und das Einzige, wenn man stark entgiftet, der Leberpunkt sollte man nicht zu lange massieren, aber alle anderen Punkte könnt ihr ganz nach Gefühl machen. 5 bis 7 Minuten massieren und einfach darauf achten, welcher Punkt ist empfindlich oder welcher Punkt braucht jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit. Wenn ihr gerne visualisiert, ich liebe das zum Beispiel, zu meditieren, zu visualisieren, dann könnt ihr euch auch bei jedem Punkt vorstellen, wie so ein Fluss da durchfließt. Weil der Fluss, der trägt auch manchmal Unrat mit sich und dann staut sich das Wasser oder es fließt langsamer oder schneller, je nach Stelle. Und ihr könnt einfach visualisieren dabei, wie sich dieser Unrat löst und wie dieser Fluss wieder so richtig harmonisch fließt. Das ist eine sehr schöne Übung, die ihr mit den Reflexzonen zusammen machen könnt. Und diese Landkarte, die erobern wir uns jetzt Stück für Stück. Und was natürlich mit dazu kommt, sind die richtigen ätherischen Öle. Und da habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht. Wir waren letzte Woche auf der französischen Farm und einige Tage hintereinander in der Destillerie. Da haben die zuerst Oregano destilliert. Und wer von euch war schon mal in der Destillerie? Wow, ihr seid ja echt gut. Und den ersten Tag hatten wir Oregano. Den zweiten Tag hatten wir Muscatella-Salbei und den dritten Tag Lavendel. Und Benoit, der in der Destillerie arbeitet, der macht so die ganze Destillation. Den ganzen Tag sitzt er da wie in so einem riesen Diffuser, hat auch ganz strahlende Augen. Der hat uns so ein Fläschchen mitgegeben mit ganz frisch destillierten Lavendel. Also der ist einige Tage alt und da gibt das Fläschchen vorsichtig rum, das ist nämlich komplett offen. Und da könnt ihr den sogenannten Green Smell, könnt ihr noch riechen. Also der riecht ein bisschen anders als der Lavendel, den wir so im Fläschchen haben. Denn dieser grüne Geruch, wenn man das 1:1 auf Deutsch übersetzt, das ist der frische Duft, der direkt im ersten Monat nach der Destillation, also je frischer das ist, desto mehr riecht man ihn. Und das könnt ihr auch in diesem Fläschchen noch sehr, sehr gut riechen. Und das Fass mit Lavendel wird dann so einen Monat stehen gelassen und dann riecht es so, wie wir Lavendel aus dem Fläschchen kennen. Also das ist einige Tage alter Lavendel. Und ich gebe euch noch was ganz Besonderes rum. Und zwar haben wir
Letzte Woche haben wir den wilden Lavendel in den Bergen in der Provence geerntet und haben dann selber destilliert. Und da ist für jeden so ein ganz kleines Fläschchen rausgekommen. Aber auch das gebe ich euch mal rum, dass ihr den wilden Lavendel riechen könnt. Also das lohnt sich gerade jetzt im Sommer zur Lavendel, Muscatella, Salbei, Oregano-Ernte, dort mal in den Feldern zu sein. Das ist unglaublich heiß, aber hier haben wir es auch heiß, aber total duftend. Also man steht da wie in so einem gigantischen Diffuser, wenn man in der Destillerie ist. Und dieses Foto, das habe ich vor ein paar Tagen aufgenommen im Lavendelfeld. Wer von euch weiß, was das hier für eine Pflanze ist? Hey, cool, voll im Chor. Und damit gehen wir diese Landkarte an den Füßen durch. Der erste Punkt, den ich überhaupt mache, ist eigentlich in dem Sinne kein Punkt, sondern die Menschen, die zu mir kommen, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr Vorträge macht oder wenn ihr euch mit Menschen trefft oder wenn ihr eine Praxis habt, dann kommen Menschen erstmal völlig aus ihrem alltäglichen Leben zu einem. Sie lassen sich auf den Stuhl fallen, sie atmen nochmal tief durch und sind in dem Moment, wo sie kommen, noch mitten in ihren Alltagsgedanken, noch mitten in dem, was sie gerade vorher gemacht haben. Und deshalb gebe ich immer, bevor ich an die einzelnen Reflexzonen gebe, gebe ich erstmal die Ölmischung Valor auf die Fußsohlen. Valor ist nämlich super, um sich zu erden, um sich auszurichten und um vollkommen in der eigenen Energie zu sein. Also mal den ganzen Alltag abfallen zu lassen und so richtig voll in der eigenen Energie zu sein. Und ich gebe euch Valor rum. Und das könnt ihr auf euren Fußsohlen einreiben. Das empfehle ich euch immer zu machen, ganz am Anfang, bevor ihr an den Reflexzonen massiert, wenn ihr es bei euch selber macht, aber auch wenn ihr es bei anderen macht, dann gebt so einen Tropfen Valor auf die Fußsohlen. Und übrigens ganz einfach, ihr macht einen Tropfen einfach auf eine Handfläche, verreibt es mit beiden Handflächen und dann kommt die rechte Handfläche zum Beispiel an den linken Fuß, da ist dann genau die Hälfte von dem Öl drauf, praktischerweise. Und die andere Hälfte kommt auf den anderen Fuß. Ja, das Gute ist der blaue Rainfarn. Wer das mal ausprobieren möchte nachher, ich habe das auch mit, das Schlumpföl nenne ich das immer. Das ist super gut zur Hautpflege und das Gute ist, das braucht so ein paar Sekunden, bis das eingezogen ist und dann färbt es nicht mehr. Also am Anfang müsst ihr aufpassen mit heller Kleidung oder Tischdecken. Aber wenn das mal eingezogen ist, kann man sich damit sogar aufs Kopfkissen legen und das färbt dann nicht mehr ab. Also das ist nur im ersten Moment. Absolut. Nee, das ist dann wie so ein permanent Make-up im Gesicht. Also die Haut zieht sich das so rein. Ihr kennt das wahrscheinlich von den Ölen. Die Öle arbeiten ja sehr eng auch mit dem Körper, also biochemisch mit den Zellen zusammen, aber auch energetisch. Das heißt, habe das bei vielen schon beobachtet, bei manchen wird das ganz langsam eingezogen und bleibt ganz lange blau. Okay, das war das Warnzeichen, wenn ihr weiter hier redet, müsst ihr rausgehen. Bei manchen wird das richtig schnell eingezogen, also der Körper zieht sich das unglaublich schnell rein oder das Energiefeld. Das geschieht ja auf verschiedenen Ebenen. Mal ist es das Energiefeld, mal brauchen wir emotionalen Öl, mal brauchen wir es im Körper. Und bei anderen bleibt das total lange drauf, dieses Blau. Das ist total interessant, könnt ihr mal ausprobieren. Also ich nenne es immer das Schlumpföl, das macht die Haut richtig schön weich und macht die Haut aber auch richtig schön blau. Also Valor gebe ich ganz zum Anfang rum, einfach um sich gut zu erden, um gut in der eigenen Energie zu sein. Und dann merke ich auch oft, wie die Person sich total entspannt und gleichzeitig instinktiv so neu ausrichtet. Also oft, wenn wir
so in täglichen Situationen sind, dann fallen vielleicht die Schultern so ein oder wir sitzen irgendwie auf dem Stuhl und so kommt wieder die Ausrichtung in den Körper. Also an sich kein Reflexzonenöl, kann man sagen, aber es ist so wichtig, vollkommen im Moment zu sein, um dann wirklich auch an den Reflexzonen gut arbeiten zu können. Das ist das Öl. Anschließend folge ich dem Körper in seiner natürlichen Reihenfolge, in seiner natürlichen Reinigung. Das könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie die Müllabfuhr. Zum Beispiel habt ihr wahrscheinlich im Badezimmer, in der Küche, im Büro, Kinderzimmer verschiedene kleine Mülleimer. Wo bringt man die kleinen Mülleimer hin? Draußen in die Mülltonne. Wo bringt man die Mülltonne hin? Zur Müllabfuhr. Was passiert, wenn die Müllabfuhr mal eine Woche nicht kommt oder auch zwei Wochen nicht kommt? Dann stinkt es, dann weht der Müll darum. Und der Körper hat auch eine bestimmte Reihenfolge, sich zu reinigen. Also so Organe wie die Leber, der Verdauungstrakt, die Lungen, die Nieren, das sind alles quasi die Müllabfuhr. Die Müllabfuhr, die den ganzen kleinen Müll einsammelt aus dem Körper und ihn nach außen trägt. Zum Beispiel reinigen wir unglaublich viel über die Atmung und wir haben, glaube ich, alle eine ziemlich gereinigte Atmung, einfach dadurch, dass wir regelmäßig ätherische Öle einatmen. Eine der besten Reinigungen, die ihr machen könnt, täglich. Dann, was passiert, wenn irgendwas in den Magen kommt, was da nicht hingehört? Dann reinigt sich der Körper ziemlich schlagartig oder man sitzt halt auf dem Klo. Und die Reinigung findet aber natürlicherweise auch ein bisschen langsamer natürlich statt. Also wenn wir ganz normal essen, dann müssen wir mal was wegbringen, einmal am Tag, zweimal am Tag oder auch öfter. Und über die Nieren wird auch ganz, ganz viel gereinigt. Und das könnt ihr euch vorstellen wie die Müllabfuhr, also die große Müllabfuhr. Diese Organe, die tragen das Gröbste aus dem Körper weg, das anschließend der Rest vom Körper nachziehen kann und die ganzen kleinen Mülleimer leeren kann. Also aus jeder einzelnen Zelle, dann in das Lymphsystem, in die ganze Reinigung des Körpers. Und deshalb massiere ich immer zuallererst die Reflexzone der Nieren und Blase, einfach weil das die große Müllabfuhr ist, wo wir den Ausgang freimachen, dass dann anschließend, wenn wir die anderen Reflexzonen massieren, dass dann der Körper sich gut reinigen kann und auch der Ausgang frei ist, wenn Giftstoffe rauskommen wollen. Was dabei auch ganz wichtig ist, das Thema hat Heike auch gerade schon angesprochen, viel reines Wasser trinken, denn der Körper kann nur gut im Fluss sein, wenn er auch was zum Fließen hat. Wenn wir völlig ausgetrocknet sind, dann kann der Körper nicht so gut fließen, dann kriegen wir Kopfschmerzen oder werden ganz müde. Und deshalb ist es wichtig, wenn ihr die Reflexzone massiert, immer auch ausreichend Wasser zu trinken, weil dann kann der Körper auch besser durchbluten, dann kann der Körper besser reinigen. Ich gebe euch Wacholder mal rum. Wacholder ist ein sehr gutes Reinigungsöl für diesen Nierenreflexpunkt. Und ich mache das von der Massage her, mache ich das immer so, dass ich 5 bis 7 Minuten pro Punkt mache. Es sei denn, ich mache ganz viele verschiedene Punkte, dann reicht es auch mal 3 bis 5 Minuten zu machen. Also das könnt ihr ganz nach Gefühl machen. Die Punkte, die ein bisschen empfindlich sind, die Punkte, die so knirschen quasi, die könnt ihr 5 bis 7 Minuten machen. Und die anderen Punkte, die sich ganz normal anfühlen, die könnt ihr einfach 3 Minuten machen und dann zum nächsten Punkt übergehen. Also der erste Punkt ist erstmal den Ausgang freimachen und dafür ist Wacholder ein super Öl. Das kann man ja auch direkt auf die Nieren auftragen. Und wer von euch kennt die Anwendung für die Augen mit Wacholder? Ah, genau. Absolut, ein Tropfen auf die Augenlider. Und nicht gerade beim Autofahren, nicht gerade, wo ihr die Augen so braucht, aber weil manchmal brennt es nämlich ein bisschen und dann tut sich einiges. Und da ist gut, wenn ihr 3 bis 5 Minuten dann einfach die Augen schließt
Und das ist super entspannend für die Augen. Und ist ja auch ganz interessant, dass wir hier unten, also im Gesicht sind ja auch ganz viele Reflexzonen, hier auch die Nieren verbunden sind. Also sehr gut, Wacholder sowohl hier aufzutragen als auch an den Reflexzonen, und ihr könnt es auch direkt auf die Nieren auftragen. Im dritten Schritt mache ich immer die Lymphpunkte, denn mit den Nierenpunkten haben wir den Ausgang frei gemacht. Und jetzt kommen die Lymphpunkte. Wir haben im Körper, haben wir überall, haben wir die Zwischengewebsflüssigkeit, also zwischen den Zellen die Flüssigkeit. Und je mehr wir uns bewegen, desto mehr wird diese Flüssigkeit, die zwischen den Zellen ist, wird die quasi reingeschoben in das nächste Lymphgefäß. Die Lymphgefäße, die ziehen sich durch den ganzen Körper, und die sind nicht so wie die Blutadern, nicht so wie die Arterien, die selber pumpen beziehungsweise vom Herz gepumpt werden, sondern die sind einfach schlapp. Die nehmen die Zwischengewebsflüssigkeit auf, aber sie machen das nicht aktiv. Das ist auch genau der Grund, warum wir dicke Beine kriegen, wenn wir zu lange sitzen. Oder warum manche Menschen umfallen, wenn sie zu lange stehen. Einfach weil dann das Blut in die Beine versackt und auch die Lymphflüssigkeit kann nicht so richtig weiter transportiert werden. Und deshalb, je mehr ihr die Muskeln zwischendurch bewegt, alle Muskeln am Körper, desto mehr werft ihr auch die Lymphpumpe an. Und durch die Lymphgefäße kommt dann die ganze Flüssigkeit, die so im Körper ist, nach und nach durch die einzelnen Lymphknoten. Und die Lymphknoten, wer von euch hatte schon mal dicken Hals? Da merkt ihr die Lymphknoten bei der Arbeit. Und da passiert ganz viel vom Immunsystem her, ganz viel von der Entgiftung her und von der Reinigung her in den ganzen Lymphknoten, die wir im Körper haben. Und das ist auch genau der Grund, warum das hier drei Punkte sind. Also die sind direkt auf dem Fuß, weil wir hier ganz viele Lymphknoten haben. Wir haben in der Leiste ganz viele Lymphknoten. Wir haben im Brustraum, im Bauchraum haben wir ganz viele Lymphknoten, also quer durch den Körper verteilt. Deshalb ist das hier nicht nur ein Punkt, sondern das sind ganz verschiedene Punkte. Und dazu könnt ihr am besten die Ölmischung Aromalife verwenden. Aromalife hat sehr viel Zypresse in sich und einige andere Öle, die sehr viel ins Fließen bringen. Also das ist für die von euch, die Lymphmassagen machen oder auch die Reflexpunkte massieren, der Lymphgefäße, aber auch den Herzpunkt, dafür ist Aromalife ideal. Bringt ins Fließen, bringt so richtig in den Flow im Körper. Ja? Das dann auch, wenn man so Herzrasen hat, dann merkt man das auch Das weiß ich nicht, das mal. Ist das auch gelegentlich? müsstest du mit einem Arzt dann mal abchecken, wahrscheinlich. So, jetzt haben wir den Ausgang frei gemacht und wir haben einiges ins Fließen gebracht im Körper. Und als nächstes gehe ich jetzt an die Steuerzentrale im Körper, nämlich den Kopfpunkt und auch den Nackenpunkt. Denn im Gehirn, da wird sehr, sehr viel im Körper geregelt. Nicht alles, aber sehr, sehr viel. Das heißt, wenn ihr diese drei Punkte habt, also Nierenpunkt, Blasenpunkt, Lymphsystem und Kopf. Allein dadurch kann der Körper schon im ganzen Rest des Körpers sehr, sehr viel selber machen. Ich mache das oft, wenn ich so eine Kurzversion mache von den Reflexzonen, dann mache ich Nierenpunkte, Lymphpunkte, Kopfpunkt und dann den einen speziellen Punkt, den ich machen möchte. Und dann ist der Körper so im Fluss, dass er sich um alles andere auch selber kümmern kann. Manchmal mache ich aber auch die ganzen Punkte, die ich euch zeige. Also diese drei sind enorm wichtig. Da helft ihr dem Körper, dass er sich selbst von innen heraus helfen kann. Wer von euch hat schon mal eine Massage bekommen wegen Nackenverspannung? Oh, ganz schön viele. Kennt ihr das, wenn da massiert wird, das schmerzt dann so ein bisschen beim Massieren, dann ist es kurz besser, dann fährt man nach Hause und dann kommt die ganze Verspannung zurück? Das ist oft, wenn man drauf drum drückt und diese
Nackenpunkte könnt ihr viel besser über die Fußreflexzonen machen, weil der Körper dann nämlich von innen heraus mithilft, dass da gereinigt wird, dass da entspannt wird. Und für diesen Punkt, also Kopf und Nacken, den Kopfpunkt habt ihr an der großen Zehe und den Nackenpunkt habt ihr dort, wo die große Zehe sich biegt. Ich zeige das mal an meinen Füßen. Hier, wo die große Zehe sich biegt, da ist der Nackenpunkt. Und der ist ganz schön druckempfindlich bei vielen, weil die meisten von uns sitzen am Computer oder so ziemlich in derselben Haltung den ganzen Tag. Und da verspannt sich einfach eine ganze Menge. Und deshalb ist auch dieser Punkt dann ziemlich empfindlich, wenn wir ihn massieren. Also da können die meisten von euch ruhig 5 bis 7 Minuten massieren, um mal so richtig dem Körper von innen heraus zu helfen. Und übrigens der Kopfpunkt, die Kopfreflexzone, ist ja direkt an der großen Zehe. Das heißt, das Schuhwerk, was wir tragen, hat auch einen großen Einfluss auf diese Reflexzone. Zum Beispiel gibt es ja Schuhe, die biegen vorne schon ab, sind ganz spitz, oder sie biegen vor der großen Zehe ab. Meine große Zehe, die geht ziemlich lange geradeaus. Und ich hatte es immer schwierig, irgendwelche Schuhe zu finden. Habe mich schon als Kind gewundert, warum es so viele Schuhe gibt, die biegen schon vor der großen Zehe ab, wodurch die große Zehe eigentlich noch geradeaus geht. Und die Menschen, die einige Stunden oder den ganzen Tag in solchen Schuhen verbringen, da habt ihr diese Wirkung rückwärts quasi, von der Reflexzone auf das eigentliche Organ. Das heißt, diese Menschen in zu engen Schuhen oder auch in so schicken Schuhen, die haben dann oft Kopfschmerzen, wenn sie die einige Zeit tragen. Und die Kopfschmerzen gehen dann wieder weg, wenn sie die Schuhe ausziehen und die große Zehe einfach genug Platz hat. Und das wissen die wenigsten, dass es direkt mit diesem Reflexpunkt zu tun hat. Deshalb, Sandalen sind ideal und ich sehe hier viele bequeme Schuhe. Da tut ihr eurem Kopf was richtig Gutes. Hierzu verwende ich immer die Ölmischung Clarity. Das ist so eine Mischung aus ganz vielen Kräuterölen. Und das könnt ihr direkt auf der Reflexzone, aber auch direkt am Kopf, direkt im Schläfenbereich auftragen. Und eine meiner Lieblingsanwendungen mit Clarity, aber auch mit M-Grain. Wer von euch kennt M-Grain? Clarity für vor der Arbeit, M-Grain, wenn einem der Kopf raucht, für nach der Arbeit. Da könnt ihr euch aussuchen, welche ihr an den Reflexzonen gerade braucht. Und eine meiner Lieblingsanwendungen ist einfach so ein Tropfen auf die Handfläche und dann geht ihr mit den Fingerspitzen da durch und könnt dann einmal so um den ganzen Kopf ziehen. Das ist auch sehr, sehr erfrischend. Also da habt ihr die 3 wichtigsten. Als 5. gehe ich dann an den Rücken. Also ich habe hier, das ist Schritt 5, aber der 4. Reflexpunkt, weil als Schritt 1 habe ich immer Valor zur Erdung. Das, was wir gerade auch gemacht haben. Und als 5. gehe ich dann an den Rücken, das Rückgrat. Das Interessante ist, also die Reflexzone ist an der gesamten Innenseite der Fußsohle. Und wer von euch die Raindrop macht, kennt genau diese Reflexzone schon. Die machen wir nämlich mit der Roll and Release oder mit der Vitaflex-Technik. Und da bereiten wir die ganze Wirbelsäule, den ganzen Rücken vor, dass dann anschließend die Öle wie Regentropfen, deshalb heißt es ja Raindrop, auf die Wirbelsäule getropft wird. Und allein dadurch entspannt sich schon ganz, ganz viel im Rücken. Und das Interessante ist, die Landkarte des Körpers, hier ist quasi der Fuß zu uns ausgestreckt. Da haben wir ganz oben den Kopf, der ist ja auch hier im Körper ziemlich weit oben. Und wir haben ganz unten, fängt das an der Ferse an, da haben wir den Steißbeinpunkt und dann geht das die Wirbelsäule immer weiter hoch. Und das Interessante ist, Leute, die Unfälle hatten oder Bandscheibenvorfälle oder Rückenschmerzen auf einer bestimmten Ebene, die vielleicht schon Jahre vergangen sind, die sie gar nicht mehr spüren, die spüren das oft noch an den Reflexpunkten, dass da noch was im Zellbewusstsein gespeichert ist. Also genau auf der Höhe entlang der Reflexzone. Und deshalb dieses Bild mit der Landkarte, wenn ihr euch nichts anderes mitnehmt heute als dieses Bild von der Landkarte, da könnt ihr genau ertasten, an welchen Bereich im Körper ihr mehr in den Fluss bringen könnt. Und übrigens, wenn
eine Reflexzone mal schmerzt oder drückt, das heißt nicht, dass dann der Teil, der damit verbunden ist, gleich krank sein muss. Das ist wie so ein Frühwarnsystem. Das ist wie so ein Frühwarnsystem vom Körper, der sagt, hey, gib hier mal ein bisschen Aufmerksamkeit hin, bring mal ein bisschen in den Fluss, achte mal ein bisschen mehr auf diesen Körperbereich. Natürlich, wenn ihr schon merkt, da funktioniert irgendwas nicht richtig, fühlt sich nicht gut an oder schmerzt, dann solltet ihr das natürlich abchecken lassen. Aber es gibt ja auch gute Reflexzonenmasseure, die dann genau die Punkte erkennen und genau darüber auch die Therapie machen von vielen Sachen. Und für diesen Punkt nehme ich entweder die Ölmischung Blue Relief, was früher habe ich da Pen Away verwendet, oder die Ölmischung ImmuPower. ImmuPower deshalb, weil man über diese Reflexzone ganz zentral in den Körper kommt. Also ImmuPower, ihr wisst ja, da steckt einiges immer in den Ölenamen auch, was die so machen. Und die volle Power ganz zentral im Körper, den vollen Schutz, die volle Stärke, das ist der Grund, warum ich ImmuPower an dieser Reflexzone verwende. Und ich gebe euch mal das Blue Relief rum, als Stellvertreter quasi. Das könnt ihr euch entlang der Wirbelsäulenreflexzone einmassieren. Und das ist das Neue, genau. Und ich finde, das ist ein sehr entspannendes Öl. Ich habe das schon ausprobiert, als ich meine Tage hatte für den Unterleib. Da zeige ich euch gleich die Männer- und Frauenpunkte auch noch. Ist sehr, sehr erleichternd, sehr, sehr entspannend. Aber auch wenn man irgendwie nachts mal so rumwandert und dann stößt man mit der großen Zehe gegen die Bettkante oder auch mit dem Schienbein, da ist Blue Relief auch ein tolles Öl. Ja, speziell, wenn man sich ärgert, so zum Beruhigen, kann man dann direkt auf die Stelle drauf machen. Dann haben wir natürlich die Atemwege mit dabei. Also als nächstes mache ich immer den Lungenpunkt. Das ist nämlich richtig schön zum Durchatmen. Das ist wie so ein Spaziergang im frischen Wald. Wenn man sich mal so richtig entspannt, am besten noch barfuß durch den Wald und alle Anspannung von sich lässt, kann man wieder so richtig tief durchatmen. Und deshalb mache ich diesen Punkt immer mit der Ölmischung RC. RC ist ja eine Mischung aus verschiedenen Baumölen und auch Eukalyptusarten. Also das öffnet so richtig, das erfrischt. Und das könnt ihr euch direkt auf den Brustkorb und auch auf die Reflexzone hier auftragen. Aus Zeitgründen massieren wir nicht jede einzelne Reflexzone, aber so habt ihr das Rezept für zu Hause. Ich habe auch früher ganze Wellness-Wochenenden gemacht, wo wir dann ein ganzes Wochenende lang nur die Reflexzone massiert haben und so richtig in die Tiefe gegangen sind. Das kann man in 45 Minuten nicht ganz so gut machen, aber ihr habt dann die Anleitung, dass ihr zu Hause experimentieren könnt, beziehungsweise schon gut dabei seid. Also RC und damit die Lungenpunkte, die findet ihr direkt auf dem Fußbein. Und gemäß dem Landkartenprinzip habt ihr Organe, die paarig sind im Körper, also die auf beiden Seiten sind, wie zum Beispiel die Lungenflügel, habt ihr auch auf beiden Füßen. Und Organe, die jetzt nur auf einer Seite sind, wie zum Beispiel die Leber, das Herz, die Milz, habt ihr jeweils nur am rechten bzw. linken Fuß. Also alles, was rechts ist im Körper, findet ihr auf dem rechten Fuß. Alles, was links ist, auf dem linken Fuß. Und die einzige Ausnahme, wer von euch weiß das? Nee, nicht die Leber, nicht das Herz. Wer von euch hat das Buch aufmerksam gelesen? Hier. Ayla ist da schon am Klopfen. Der Darm ist auch auf beiden Seiten. Und hier im Halsbereich, da kreuzen sich die Nervenbahnen. Das heißt, die einzige Ausnahme ist, die rechte Gehirnhälfte ist auf der linken großen Zehe und die linke Gehirnhälfte ist auf der rechten großen Zehe. Und ansonsten habt ihr die exakte Landkarte von allem, was so unterhalb vom Hals ist. Nur der Kopf ist die Ausnahme. Also RC ist richtig wie so ein Waldspaziergang. Und dann, wenn wir aus dem Wald kommen, können wir direkt eintauchen in Omas Kräutergarten. Ich nenne diese Ölmischung Digest, nenne ich immer Omas Kräutergarten,
weil da nämlich die besten Verdauungskräuter drin sind und deshalb auch so ideal für die Reflexzone von Magen und Darm und auch für direkt auf den Bauch auftragen. Ich verwende Digice auch auf langen Autofahrten. Dann nehme ich mir so einen Tropfen auf die Hand und mache dann diese kosmetische Anwendung mit der Zunge dran gehen. Und dann habe ich immer so ein kleines Töpfchen mit, da spucke ich das dann rein. Und da gehen die Kräuter so durch und durch. Richtig angenehmes Gefühl. Könnt ihr direkt auf den Bauch auftragen? Wer von euch merkt das Erfrischende noch von Eukalyptus und Pfefferminz? Oh, perfekt. Und natürlich auf den ganzen Bereich zwischen Ferse und Fußballen. Wenn ich euch das so zeige, hier ist der Magen, dann geht es durch den ganzen Dünndarm und dann geht hier der Dickdarm hoch, dann geht er quer und dann geht er runter zum Ausgang. An den Füßen ist der Magenpunkt hier. Dann haben wir hier drinnen den ganzen Dünndarmbereich. Und hier am rechten Fuß geht der Dickdarm hoch, dann geht er quer, dann geht er quer rüber und dann geht er runter Richtung Ausgang. Könnt ihr euch merken, müsst ihr aber nicht. Wenn ihr einfach mit den Daumen oder mit den Knöcheln diesen ganzen Bereich massiert, dann habt ihr auf jeden Fall alles mit drin. Also man kann auch den Kopfreflexpunkt noch in alle möglichen Gehirnzentren aufteilen. Man könnte damit zum kleinen Stäbchen rangehen. Aber wenn ihr einfach den ganzen Bereich, die ganze große Zehe massiert, dann habt ihr da auf jeden Fall alles mit drin. Das kannst du ausprobieren. Also wenn man zum Beispiel Blähungen hat, dann ist es ganz gut, dem Darm so ein bisschen zu folgen. Also gerade den Dickdarm so auszustreichen, weil dann löst sich eine ganze Menge. Wenn du jemanden massierst, kannst du der Person auch ruhig sagen, lass einfach los, weil das soll sich ja auch lösen. Und ansonsten ist egal, welche Richtung. Kannst du einfach erspüren oder was am angenehmsten ist. Ja. Die Punkte 1, 2, 3 immer nach der Reihe oder können wir die gleichzeitig zum Arm ziehen? Gleichzeitig massieren? Oh, da wärst du, glaube ich, ziemlich akrobatisch. Also wenn ich müsste dann hier und hier und hier und hier, also wenn du das schaffst, kannst du ja auch gleichzeitig massieren. Ich glaube, ich würde das nicht schaffen. Da macht jeder dann nur irgendwie so. Aber es ist bestimmt gut. Das ist wie wenn man ein Musikinstrument spielt, Gitarre oder Geige. Da passiert was im Gehirn, wenn man die Finger so unterschiedlich einsetzt. Dann, was sehr entspannend ist, wenn wir unsere Tage haben oder auch in den Wechseljahren als Frauen, können wir diese Punkte an der Ferse massieren mit den Frauenölen. Frauenöle, zum Beispiel Dragon Time, zum Beispiel Lady's Clariol, zum Beispiel Muscatella Salbei, Fenchel. Ich nenne sie immer Frauenöle, weil sie so wohltuend sind und stärken das Gleichgewicht im Körper, speziell bei uns Frauen. Für die Männer, die Männeröle, also Shutran zum Beispiel oder Zedernholz, Idaho Blaufichte, für die Männer sind die Punkte exakt die gleichen, nur dass wir halt andere Organe im Körper haben. Also das, was innen ist im Körper, Gebärmutter oder Prostata bei den Männern, das ist auch am Fuß innen, also hier an der Innenkante hinter dem Knöchel. Und das, was außen ist, also Eileiter, Eierstöcke, bei den Männern sind das die Hoden, diese Punkte sind außen an den Füßen. Macht Sinn, oder? Auch die Landkarte hier wieder. Und in der Mitte ist Gebärmutter bzw. Prostata. Und ganz zum Schluss, das ist auch nicht in dem Sinne ein Reflexpunkt, das ist einfach Copa Iba. Copa Iba ist ein Öl, was ihr gut verwenden könnt, was andere Öle nochmal verstärkt. Also das ist quasi wie so der Abschluss, die Versiegelung, dass die Öle gut zusammenwirken können und auch wie so ein Abschlussritual,
Jetzt sind wir mit den Füßen fertig. Jetzt sind wir diese Landkarte, haben wir mal so ertastet, einiges gestärkt, einiges losgelassen, einiges mal abgecheckt. Und jetzt kommt ein Tropfen Copaiba auf die Fußsohlen zum Abschluss. Und dann habt ihr so einen ganz guten Ablauf. Es gibt natürlich noch mehr Reflexzonenpunkte, aber das sind so die wichtigsten, die ihr massieren könnt. Und zum Abschluss Copaiba. Copaiba ist ein ziemlich unbekanntes Öl bei den meisten, so wie ich das auf meinen Ölevorträgen immer wieder merke. Viele verwenden Copaiba gar nicht, dabei ist es total gut, wenn man mal Muskelkater hat, wenn man viel Sport macht, wenn man sich mal irgendwo anstößt, kann man Copaiba gut drauf machen. Und auch, um die innere Stärke in sich zu erwecken. Also die Eigenschaften, die die Pflanzen haben, zum Beispiel Copaiba, das starke Holz, diese Eigenschaften stärken sie auch in uns. Also dieses Aufrechtsein, dieses Starke vom Holz, die innere Stärke. Da könnt ihr ganz bewusst am Ende der Reflexzonenmassage nochmal euch mit eurer inneren Stärke verbinden und dann entspannt und gestärkt daraus hervorgehen. Man muss die Karte dann Schmerzen. Genau. Je nachdem, wenn die Massage nicht zu schmerzhaft ist, also wenn ich irgendwo gegengelaufen bin, gegen Bettpfosten oder so, und dann habe ich Blue Relief nicht zur Hand, dann mache ich Copaiba drauf oder auch beides, aber ich massiere dann, ich drücke dann nicht mehr rum auf der Stelle. Einfach nur ein bisschen einreiben, genau. Und hier ist jetzt der magische Link. Ich habe so eine Handvoll Bücher, habe ich hier. Also wer möchte, wir haben eh gleich Pause. Das heißt, da kann ich einige Bücher ausgeben und signieren. Ansonsten findet ihr das Buch auf lebeduftend.de/buch. Und genau auf der Seite, wenn ihr, das ist so meine Öle-Seite lebeduftend.de, viele von euch kennen die schon. Und da findet ihr auch das Quiz drauf. Das ist auch sehr spannend, das ätherische Öle-Finder-Quiz. Und das dauert 4 Minuten, 5 Minuten. Da geht ihr einige Fragen durch und da bekommt ihr so einen Quiz-Report mit den Ölanwendungen, die gerade für euch persönlich die passenden sind. Und das findet ihr auch auf meiner Seite lebeduften.de oder ihr gebt direkt ein lebeduften.de/quiz. Und damit viel Spaß mit den Reflexzonen und viel Spaß beim Salben genießen und stärken. Und wir stärken uns jetzt alle in der Mittagspause. Applaus